Hi, ich bin Julia und heute sind wir so nah dran. Ja, herzlich willkommen zu Zona dran. Heute sind wir beim Tiger und wie da Zona dran gestaltet wird, seht ihr vielleicht schon, das zeigen wir euch heute. Viel Spaß! Ja, heute sind wir bei dem wahren König des Dschungels, nämlich den Tigern. Und beim Tiger unterscheiden wir in 9 Unterarten, wovon allerdings nur noch 5 auf unserer Erde leben. Denn die anderen 4 sind bereits ausgestorben. Und die Situation um die wunderschönen Raubkatzen ist dramatisch. Weltweit streifen nur noch etwa 4000 Tiger durch Asien. Und das Verrückte an der Geschichte ist, dass es mehr Tiger in Privathaltungen gibt als in der freien Wildbahn. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wo wir gerade sind, wir sind gerade bei Sumatra Tiger Lara. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach mit den Zona dran Episoden bei gefährlichen Raubkatzen. Deswegen ist die gerade abgesperrt im Innenbereich und wir dürfen uns hier heute mal die Außenanlage anschauen. Ja, die größte Unterart des Tigers ist der sibirische Tiger mit einer Kopfrumpflänge von 280 cm. Und mit einer Gesamtkörperlänge, also von knapp 3 Metern, ist er somit auch die größte Raubkatze unserer Erde. Dabei haben alle Tiger auch natürlich Gemeinsamkeiten. Sie sind allesamt Einzelgänger und sie kommen nur während der Paarungsphase so miteinander aus. Zudem sind sie die einzigen Großkatzen mit einem gestreiften Fell. Und das ist ein super Vorteil, denn das macht sie für Beutetiere quasi unsichtbar. Und wir müssen uns das Muster dieses Fells so vorstellen wie unseren eigenen Fingerabdruck. Der ist nämlich einzigartig. Die Tiger unterscheiden sich auch noch von den meisten anderen Großkatzen, jetzt mal ausgenommen vom Jaguar, denn sie sind leidenschaftliche Schwimmer. Und wir können das hier auch gut sehen. Bei den Tigern ist unten immer ein Teich mit dabei, damit sie das auch wirklich ausleben können. Richtig gute Kletterer sind sie allerdings nicht. Unsere Lara ist hier eine kleine Ausnahme, denn wir sehen sie hier häufig auch wirklich auf den Baumstämmen balancieren. Ja, und wer sich jetzt gerade fragt, ob Tiger Tag oder Nacht aktiv sind, dem sei gesagt, der soll sich doch mal das Gesicht des Tigers anschauen, denn das verrät uns nämlich die Aktivität. Denn die Augenfarbe, also das leicht grünliche und gelbliche bei Großkatzen, verrät uns, ob sie Tag oder Nacht aktiv sind. Tiger, Leoparden und Löwen haben allesamt gelbliche, grünliche Augen, was uns verrät, dass sie dämmerungs- bzw. nachtaktiv sind. Als Gegenbeispiel möchte ich euch den Gepard nennen, der hat nämlich braune bzw. bernsteinfarbene Augen und er ist tagaktiv. Ja, und wenn der Tiger dann nachts eben loszieht, dann jagt er natürlich, er ist ein Fleischfresser und ernährt sich hier am liebsten von Groß- bzw. Kleinsäugern und hier vorzugsweise von Huftieren.